Hi Leute, ich bin der Bruger und ihr seht hier, bin ich Oculus Rift Horror. Habe ich jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr gespielt. Ich muss gerade den Ventilator auf mich richten, weil das wird jetzt echt eine heiße Angelegenheit. Ja, ich habe da extra was Schönes für euch rausgesucht. Nennt sich Dark Days, das Ganze. Ist jetzt, wie gesagt, schon ein paar Jährchen alt. Ich glaube, ein oder zwei Jahre ist es alt. Und es soll sehr gruselig sein, das sage ich dazu. Ich spiele das Ganze mit der Oculus Fernbedienung. Dementsprechend werde ich mich da nicht wie wahnsinnig hin und her bewegen. Also ein bisschen ruhiger werde ich da schon bleiben. Definitiv. So, ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Ist schon eine ganze Weile her, wie gesagt, dass ich Oculus Horror gespielt habe. Aber ich muss mal ganz kurz das Fenster großklicken, sehe ich gerade. Das ist etwas schlecht sonst. Also für mich jetzt zum Nachverfolgen, ob es alles aufnimmt. Gut. Ich wünsche euch viel Spaß, Leute, mit Dark Days. Ein immersives und narratives Escape Room Spiel. Schauen wir mal. Ich hoffe, vom Sound her passt alles. Ich kann es jetzt leider nicht ändern, wenn was anders ist. Ah, okay, ich drehe mich übrigens hier mit der Fernbedienung, wie gesagt, ihr seht es da, genau. Den Pizzakreisdrehungen, also die Pizzastückchen quasi oder Kuchenstücke. Tortendrehung, sage ich immer gerne. Na, da können wir hinlaufen, wenn wir zum Beispiel die Pfeile anklicken. Allerdings ist jetzt hier nicht viel. Es hat komplett deutsche Sprachausgabe, also freut euch drauf, ich muss nichts übersetzen. Ach, ist das schön, oder? Wir starten mal ein neues Spiel. Episode 1, der Passagier. Oh, das ist ja interessant. Wie gesagt, es nimmt alles auf. Sollte, ne? Gut, alles klar. So, macht. 8. November. Mal wieder verirrt. Wenn Terra hier wäre, würde sie fragen, wie ich mich verdammt nochmal in einem Ort verlaufen kann, der nur eine Straße hat. Mist. Ich vermisse San Francisco jetzt schon. Und zum Abschluss dieser Nachrichtensendung bleibt uns nur zu melden, dass wir noch immer keine Informationen über die 23-jährige Crystal Huggins haben, die vor einem Monat während ihres Aufenthalts im Motel 9 in Sand Stove Creek verschwand. Sie trug eine gelbe Windjacke und hatte eine Urne mit der Asche ihrer verstorbenen Mutter bei sich. Wenn Sie sie sehen, dann rufen Sie... Ach, das sind ja mal Neuigkeiten, die das Herz erwärmen. Danke, Death Valley. Ich war jetzt schon seit 5 Stunden... Ja, ich zieh das durch, Fox City. Ich betrüge dich übers Wochenende. Ach, schwarzer Kaffee. Würde ich ohne dich noch wie ein Mensch aussehen? Soll vielleicht mal auf die Straße gucken, andererseits. Ich kann kaum glauben, dass das Ding immer noch hier hängt. Erinnerungen sind ziemlich hartnäckige kleine Dinge. Was ist denn das? Noch einer von Terras geheimen Liebesbriefen? Den bewahre ich mir für später auf. Was sagen, liest du jetzt nicht während der Fahrt, bitte. Aufgepasst, Las Vegas. Jade LaCroix ist unterwegs. Bin ich auch, ja? Keine Zigaretten mehr. Tut mir leid, ihr Sargnägel. Ihr könnt euch nicht vor mir verstecken. Radio läuft auch nichts. Verdammte Scheiße! Verdammte Scheiße! Warte mal, ich sitze falsch. Das war nur... eine Panikattacke oder so. Du musst abschalten. Oh Gott, ich hab Gänsehaut. Im Arsch. Ja. Endlich. Oh, mein Rücken. Und dann das Ding da an der Straße. Ich will gar nicht daran denken. Ja, das war echt verdammt gruselig, Mann. Okay. Hier noch alles. Gruselig hier, ne? Wie geht es dir, Junge? Tja, ist schon eine Weile her. Irgendwelche Neuigkeiten über das Buch, das ich schreiben soll? Schreibt sich noch immer nicht von alleine? Mist. Was soll nur aus mir werden? Meine Bank fragt mich das auch immer. Da bist du ja, du schwacher, offizieller Beweis meiner Existenz. Okay. Ja, den Ausweis, das ist schon mal gut, glaube ich.
Machen wir wohl, um uns um Hotel einzuchecken hier. Oder Motel. Seht ihr ihn ganz oben links? Sieht man das? Ist immer ein bisschen. Ich frage wirklich nur, weil ich weiß nicht, ob ihr dasselbe seht, was ich sehe. Wow. Das Ding sieht prähistorisch aus. Ich sollte es meinem Wagen vorstellen. Ja, man sieht ihn. Ich sehe ihn ganz oben links. Ihr seht ihn jetzt einfach mal ganz oben am Bildschirm pappen. Inventar. Hotel, 24/7 geöffnet. Ganz schön protzig. Ich bezweifle allerdings, dass das außer Moskitos noch etwas anderes anlockt. Alten Windräder, die machen überhaupt keinen Sinn. Die sind einfach nur gruselig, Mann. Oh. Crystal, noch immer vermisst. Sie war in der Nachbarschaft, als sie verschwand. Mir ist nicht so wohl hier gerade. Nachdem, was ich da mit dem Vieh eben hatte für eine Eskapade. Im Moment bin ich zu erschöpft, um jemanden anzurufen. Ich muss mich erst etwas sammeln. Vergessen, es ist 1989. Wir haben wahrscheinlich kein Handy dabei. Höchstwahrscheinlich nicht sogar. Ja. Was soll ich hier drin, ne? Eine, was? Mörder, eine Frau. Das Valley verschwunden. Crystal Huygens. Das Gesicht dieses Mädchens ist überall, seit sie verschwunden ist. Ihre Familie scheint aktiv nach ihr zu suchen. Ich hoffe, sie hat einen besseren Ort zum Leben gefunden. Lächeln, Jade. Verdammt, ich hasse diese Dinger. Diese Paranoia macht mich paranoid. Ja. Mal ab, wenn es erst Jahr 2000 wird. Manche Leute nennen so etwas Freiheit. Gibt es in verschiedensten Kalibern. Die Couch an hier. Wow, nun sieh sich einer das an. Ordner. Ordner. Ich mag sie irgendwie, sie ist sehr, sehr ironisch. Ich glaube, ich gehe erstmal nicht hinter die Theke. Nett. So eine sollte ich für zu Hause kaufen. Terra würde sie lieben. Kommen Sie und besuchen Sie unser großes Nichts. Oh. Das fantastischste Nichts, das Sie jemals besucht haben. Ich liebe die Wüste. Wie nett, dass du deine Junkfood-Reste mit den Kunden teilst. Hm. Das ist super mit der Spinne. Und jetzt dieser Fernseher klingt wie meine Oma nach dem Weihnachtsessen. Derzeit braut sich in Sandstove Creek. Ja, hat die Frau drauf. Ein Sandsturm zusammen. Oh, ein Sandsturm, das hört sich ja wunderschön an. Das Haus nicht zu verlassen, schöner Klang. Außerdem sind alle Türen und Fenster geschlossen. So. Ich liebe dieses Ding. Serviceengpässe und plötzliche Dunkelheit sind während des Sturms möglich. Und bleiben jetzt? Daher vor allem ruhig. Hallo? Oh. Huch. Hey. Ist ja. Mann, dieser Typ sieht aus, als wenn er von einem 10-Jahres-Nickerchen aufwacht. Der passierte dich jetzt einfach mal so hinter der Theke, bist du rumgewuschelt, hätte er bestimmt nicht cool gefunden. Wie alt er wohl ist. Sieht aus, als ob er schon mehrere Leben auf dem Buckel hat. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er aus dieser Gegend stammt. Vermutlich auf dem Land aufgewachsen. Will mich einfach nicht gerade hindrehen. Doch jetzt. Könnte trotzdem vielleicht einen guten Protagonisten für mein Buch abgeben. Okay. Jetzt hoffe ich nur noch, dass er sich mein Passbild nicht allzu lange ansieht. Na, wurde auch Zeit. Ja, bitte. Mit ihm. Ein Problem, Mann. Warum? Nicht richtig mit meinem Perso? Ausgerechnet das Zimmer mit dem X dran. Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Hier gibt es ziemlich interessante Dinge zu sehen. Super interessant. Nichts im Nichts sozusagen, ja. Du bist irgendwie total creepy, weißt du das? Ich glaube, da will uns hier etwas reinreiten, Leute. In einem Kinofilm würde ein junges Genie mit diesem Ding das Pentagon hacken. Meinst du? Ich habe ein bisschen Bammel hier. Das ist schon wie so ein schlechter Horrorfilm. Ah,
bist das spezielle Zimmer. Ja, fürchte ich mich auch. Gott, Leute, ich glaube, wir werden hier nicht lebend wegkommen, ne? Gott, das ist schon sehr unheimlich. Oh, ist da noch jemand? Eine Vermisstenanzeige. Crystal Huygens. Wow. Das ist das Mädchen, von dem sie in den Nachrichten im Radio berichtet haben. Ob dieser Typ ein Verwandter ist? Ja. Jemand, der sie einfach nur sucht. Oh, warte mal. Welche Zimmernummer habe ich überhaupt? Irgendwas 200 noch was? Oh Gott. Ich liebe dieses gelbe Band. Es bringt Leben in die Bude. Der Tod. Zur Atmosphäre bei. Das bringt einfach nur den Tod. Welche Zimmernummer habe ich denn jetzt eigentlich nochmal? Klappt nicht. Egal wie viel Mühe ich mir gebe, es bleibt trotzdem der falsche Schlüssel. Ah, eine Filmrolle. Eine Bibel? Hm. Ich werde sie lesen, wenn sie die Complete Collection veröffentlichen. tolles Ding. Gleich neben dem Zimmer von dem vermissten Mädchen. Na, das wird mir bestimmt beim Einschlafen helfen. Naja, der Kerl. Was? Habe ich etwas falsch gemacht? Er guckt mich an, als ob ich etwas falsch gemacht hätte. Guck mal dieses Bild an. Das sind zwei Pferde, die zusammengewachsen sind. Was haben wir den Plan? Guck mal, so die 208, ja? Kann ich mehr raus? Eine polizeiliche Untersuchung? Puh. Mein sechster Sinn sagt mir, dass das Crystals Zimmer sein könnte. Der letzte Ort, an dem sie lebendig gesehen wurde. Meine fünf anderen Sinne sagen mir, dass das ziemlich unheimlich ist. Was mache ich hier, Taylor? Oh. Ich wünschte, du wärst hier. Nächstes Mal überlege ich es mir zweimal, bevor ich weglaufe. Macht es echt ganz gut mit der Stimme, mit dem Vorlesen. Jetzt gehörst du mir. Jades heiliger Ort. Land des Nickerchens. Bitte die Tür verriegeln. Warte, was ist das für ein Gruselzimmer? Ist doch nicht normal, oder? Nimmt alles auf, sehr gut. Ich hoffe doch. Ich hoffe doch, Leute. Ein bisschen schwierig mit VR, das aufzunehmen, finde ich. Das Sofa sieht in Ordnung aus. Bei dem Bild bin ich mir allerdings nicht so sicher. Ah. Nicht so in Ordnung aus, wenn ihr mich fragt. TV? Telefon? Vielleicht überlebe ich das hier ja auch. Mädchen, du bist viel zu sorglos, wenn du mich fragst. Kann ich schlafen gehen? Kein Gepäck dabei? Guck mal diese Bilder. Überall die Fliegen rum. Ah, oh, es ist creepy. Im Hotelzimmer würde ich nicht schlafen wollen. Noch heiß da draußen. Die Wüste ist definitiv eine große majestätische Leere. Hey, Beth. Kannst du diesen Tag in eine ferne Erinnerung verwandeln? Keine Müdigkeit mehr. Keine Monster mehr. Und wenn du schon dabei bist, wie wäre es mit ein paar Ideen für mein Buch? Oder mit einer Sofortüberweisung auf mein Bankkonto? Ah, sie ist lustig. Ich träume wohl schon. Hey, Tara, du bist hier. Das ist unser Zimmer in San Francisco. Ah, es ist wirklich ihre Freundin, Tara. Interessant. Es ist spät. Eine deiner schlaflosen Nächte. Lala. Es tut mir so leid für dich. Ich würde dir gerne ein paar Stunden von meinem Schlaf abgeben, wenn ich könnte, Baby. Zu schade, dass wir dir nie zu deinem Schlaf verholfen haben. Es ist 4 Uhr morgens. Ich schreibe, du zählst die Stunden. Ah, sie ist die Blonde, aber wir sind die Blonde. Das bin ich. Kein besonders
Bitte, ach da. Ich hasse es, dich wie ein Tier durch den Käfig stampfen zu sehen. Ich weiß, wie traurig dich das macht. Hallöchen, Popöchen. Hier sind Schweine, weil ich gleich wieder an die bestimmten Szenen denke, die mir jetzt in den Kopf fallen sollen. Drei Frauen. Oh shit. Es ist wieder da. Was immer du tust, sieh es niemals an. Okay, ich sehe es nicht. Laufe fort. Laufe fort und verstecke dich. Es ist ein Albtraum. Ein Albtraum, der tötet. Ah! Oh! Oh Gott. Fuck you. Oh. 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 Was zum Geier? Das nun wieder. Wer war das? Werde ich verrückt oder was? Mann, ich muss wirklich den Kopf frei bekommen. Wo ist das ganze Zeug jetzt hier drin? Dad? Tja, manchmal sieht Dad ziemlich genauso aus. Ach Gott, das ist groß. Lassen Sie mich erzählen. Sie wissen ja gar nicht, wo Sie da hineingeraten sind. Das Motel, in dem Sie sind, ist auf Lügen gegründet. Es ist gefährlich, wie die ganze Region. Gewisse Personen wissen das, lassen aber immer mehr Leute herkommen. Leute wie Sie. Verschwinden Sie, so schnell Sie können. Oh Gott. Der Ort heißt nicht umsonst Death Valley. Also, das war interessant. Überhaupt nicht gruselig. Ja. Ist sehr ironisch. Ich glaube, ich kann es mir sparen, das zu lesen. Eines der Lieblingsalben von Tara und mir habe ich in einem Laden gefunden, White bevor Night. Ich die Stadt verließ. Ein echtes Schnäppchen. Kennt ihr das? Das habe ich auch gespielt, White Knight. Auch ganz nett. So. Und safe. Ja, hier kann ich mich drin verstecken, ja? Ja. Na los. Hier drin muss doch was Nützliches sein. Komm schon, Jade. Du müsstest diesen Code kennen. Okay, ich muss ihn wohl suchen. Jetzt nochmal Hotel-Saves, ne? Echt? Das Schloss ist kaputt. Ich brauche Werkzeug oder irgendwas. Toll. Abgeschlossen? Hat? War ich das? Wo ist der Schlüssel? Da? Eingeschlossen in unserem eigenen Hotelzimmer, deswegen wahrscheinlich auch Escape Room VR, ne? Gott. Natürlich abgeschlossen. So ist es halt alles viel zu weit offen. Meine Bibel. Ich wünschte, die würde mir gegen die Kopfschmerzen helfen. Schlüssel. Ich kann mich nicht erinnern, den Schlüssel dort gelassen zu haben. So welcher? Welchem Schloss ist der? Oh, Mom. Wer auch immer für diese Dekoration verantwortlich ist, sollte 24 Stunden am Tag hinter Gitter. Person ist, glaube ich, ein bisschen krank, die das gemacht hat. Oh, hör auf, mich so anzuglotzen. Du weißt, dass ich möchte, aber nicht kann. Tja, weil ich meine Schreibtage mehr mit Nägel kauen, anstatt mit Tippen verbringe, okay? Und ich dachte, ich wäre ein Profi. Selbst nach 6 Büchern schreckt mich das Schreiben ab, als wäre ich ein Kind. Außen aussieht ihr. Little John. Warum sollte es irgendwem gefallen, beim Schlafen von Little John beobachtet zu werden? Ah. 1989. Aber warte mal, das kann nicht sein. Wir haben doch gerade mal erst hier Paar 86, oder? Mom 1956.
War Dad nochmal? 57. Ja? Mal. Nochmal. Enter a 4-digit code. To open, enter your code. Ja, gut. Hör auf. Nochmal. Ja. To close. Enter a 4-digit code. Hold the button closed and press lock. Auf, Leute. Wer den Code jetzt? Hat ihn offensichtlich ja schon jemand für uns eingestellt. Wie sieht der Wetterbericht von meinem Gehirn aus? Das Ding scheint einen Defekt zu haben. Wie die meisten Sachen hier. Tja, so ist das, wenn man am falschen Ende spart. Oh, es ist so heiß hier drin. Ich nehme jede Hilfe an, die ich bekommen kann. Ah, 7-6. Mal die Hälfte immerhin. 7-6. Jetzt? Die andere Hälfte. Auf hier das Teil. 7-6. Unter oder der Schublade? Oh, hier kann ich mich auch verstecken. Ah, das ist eine Filmrolle. Oder ist das echt creepy, Mann? Das heißt, hier kommen Sachen, vor denen ich mich verstecken muss, ja? Lass mal vielleicht den Koffer aufzuschließen. Warum hab ich nur... Das ist echt dumm. Nur weil ich mal wieder ausgetickt bin. Ist gehört? Oh, bitte! Was ist es? Oh, Scheiße, nein! Ah! Nicht gesehen! Verschwinde dorthin zurück, woher du gekommen bist, verdammt! Okay, du hast es geschafft. Oh Gott. Ekelhafter. Das sind wir. Terra und ich. Einer der guten Tage. Oh ja. Ich bin mir nicht sicher, warum der hier ist. Aber froh bin ich trotzdem. Zeit, diese Tür zu öffnen. Ach, Terra. Du fehlst mir. Es war so dumm von mir, einfach so abzuhauen. Ja. Leute, ich würde sagen, was genau hier vor sich geht, das werden wir noch erfahren. Aber jetzt nicht. Ich mache nämlich Schluss. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns dann wieder nächstes Mal bei Dark Days. Macht's gut und lasst mir auf jeden Fall ein Like auf die Folge. Wäre sehr cool, wenn ihr das tut und wieder einschaltet. Danke, tschüss. Ciao.